Hallo und herzlich willkommen bei Cats and Goat. Ich bin namens Selim Şimşek und es geht heute darum, dass ich den Platz für die neue Katze, die morgen zum Spätnachmittag kommen wird, vorbereitet habe. Denn ich bekomme ja morgen eine neue Katze. Das hatte ich gestern auch schon im Live-Video erzählt gehabt. Die Katze kommt aus Manavgat. Das ist eine Katze, die zwei Geschwister waren, die ganz, ganz kranke Augen hatten, ganz, ganz kranken Mund hatten. Und die wurden von einer Person gefunden, die sich das nicht leisten konnte, die Tiere behandeln zu lassen. Und dann wurde ich da kontaktiert, ob ich da unterstützen kann. Und ich habe dazu gesagt und wo ich dann auch sowieso das Video und das Foto von den Kitten bekommen habe, habe ich gesagt, fahr sie bitte nach Side zum Tierarzt. Ich sage Bescheid, dass sie zur Behandlung da bleiben und dass sie dann behandelt werden und dass dann die Rechnung an mich geschickt wird. Das war auch dann soweit für mich in Ordnung. Und dann, als sie gesund wurden, hat sie die Person wieder abgeholt. Und dann wollten sie halt die Katzen auch mir geben. Aber ich hatte da die Pandeukopenie zu Hause. Ich hatte die Katzenseuche zu Hause. Und die hat gesagt, ich kann sie zurzeit nicht aufnehmen. Die sind bei euch zu Hause. Versucht ihr die bitte zurzeit aufzunehmen. Denn die haben die Katzenseuche bei mir, einige Katzen. Das war auch dort, wo ich glaube, das war die Zeit, wo die Iris die Katzenseuche hatte. Und da war auf jeden Fall irgendwie was zu Hause, wo ich dann halt die neuen Kitten dann nicht aufnehmen wollte. Und da habe ich gesagt, dann sollen sie bei euch bleiben, kümmert ihr euch um die und dann sollen sie halt bei euch bleiben. Ich übernehme auch die Tierarztkosten und dann ist gut. Dann müsst ihr doch nichts bezahlen und Hauptsache die Tiere sind wieder gesund, denn die hätten das definitiv nicht überlebt. Die haben auch beide nur noch ein Auge gehabt, also die Augen waren jeweils von jeder Katze nicht mehr zu retten. Die haben beide nur noch ein Auge, also praktisch wie unser Pirat. Und die Person hat im Haus drinnen drei Katzen und sie hat sie dann praktisch vorm Haus, vorm Apartment, wo sie wohnt, hat sie dann die Katzen dort hingestellt, dass sie da leben sollen nach einer Zeit, nach 3, 4 Tagen zu Hause, wovon ich aber nichts wusste. Das heißt, sie waren praktisch wieder auf der Straße und dann haben sie halt da gelebt und nach einer kurzen Zeit oder sagen wir mal nach 2, 3 Wochen später habe ich dann mitbekommen, dass eine von den beiden Katzen überfahren wurde. Also für die, wo man so viel gemacht hatte, die über 2 Wochen beim Tierarzt waren, dafür alles getan hatte, damit sie überleben, hat man dann auch mitgenommen und wie gesagt, die hat sie wieder auf der Straße ausgesetzt und die eine wurde dann leider überfahren, die ist dann gestorben. Das hat mich natürlich auch sehr, sehr traurig gemacht, denn mir wurde nicht gesagt, dass sie wieder auf der Straße ausgesetzt werden. Und die andere Katze war auch dann eine Zeit lang nicht zu sehen, bis vor kurzem, wo dann die Person gesehen hatte, dass die Katze wieder öfter da ist und dass sie sich auch im Wohngebiet eingelebt hat und dass es ihr im Allgemeinen ganz gut geht. Bis als sie dann gemerkt hat, dass sie nicht mehr frisst, sondern auch mehr so stuppert und nicht wirklich frisst und dass sie auch wieder ein bisschen abgemagert ist und dass sie auch nicht fressen kann. Dann konnte sie die packen und hat sich den Mund angeschaut und der Mund war sehr, sehr schlimm. Also die Zähne waren richtig vergammelt und die mussten gezogen werden und der Mund muss behandelt werden. Sie muss Antibiotika bekommen, sie muss ein Mundspray bekommen und das kann man natürlich selber schwierig machen und auf der Straße auch nicht machen. Dann hat man gesagt, dass dann wurde ich wieder kontaktiert und dass dann halt die Katze wieder beim Tierarzt bleiben muss. Da habe ich gesagt, ja, ich wurde dann angerufen und die habe gesagt, ja, dann behandelt sie wieder beim Tierarzt mit dem Mund, weil die musste jetzt ein paar Tage zum Tierarzt und sie kann sie halt nicht jeden Tag dahin fahren und sie hat keinen Platz, die Person. Dann haben sie die dann da gelassen beim Tierarzt und der Tierarzt hat mich dann gestern angerufen und gesagt, dass die Katze wieder gesund ist und dass die abgeholt werden kann. Entschuldigung, nicht gestern, vorgestern haben sie mich angerufen gehabt und gesagt, dass sie mich hier halt, dass sie mir die Katze halt bringen. Und Entschuldigung, dass ich halt die Katze abholen kann, hat der Tierarzt gesagt. Und dass ich die halt auch, dass die Katze halt wieder gesund ist. Ich habe gesagt, die Katze wollte die Person wieder aufnehmen. Und wenn sie die nicht nimmt, dann kontaktiert mich bitte. Aber die Rechnung kann gerne mir geschickt werden, dass ich da auch das wieder zahle. Das ist kein Problem. Und dann habe ich da mitbekommen gehabt, dass die Person die wieder auf der Straße ausgesetzt hat. Und das war natürlich für mich auch gar nicht mehr in Ordnung, denn man hat jetzt zweimal der gleichen Katze das Leben gerettet. Das eine Mal hatte die halt riesengroße Augenprobleme, da war sie noch ein ganz kleines Kitten. Und das eine Mal
war die halt jetzt mit dem Mund ganz stark krank und sie wurde wieder behandelt und die wurde wieder semi-rettet. Und dann habe ich gesagt, dann soll sie bitte die Katze mir bringen, und ich werde sie dann bei mir zu Hause aufnehmen, denn ich möchte jetzt nicht, dass der Katze wieder was passiert, denn die Katze ist auch nicht geimpft. Und deswegen habe ich gesagt, die soll mir gebracht werden, und ich habe mit der Person Kontakt gehabt und die Katze wird mir dann auch morgen gebracht, weil die Person, die die Katze bringt, ist eine Beamte, ist ein Beamter, und sie kann halt nicht unter der Woche einfach so weggehen und dann zu mir kommen und die Katze bringen. Von daher wird sie am Wochenende gebracht, also morgen am Samstag. Und dann werden wir die Katze hier bei mir zu Hause aufnehmen. Das ist auch ein dreifarbiges Weibchen. Und es tut mir auch sehr leid, dass die Schwester oder Bruder von dem auch überfahren wurde. Mir wurde auch nicht Bescheid gesagt, dass sie wieder auf der Straße landen. Und das eine, wie gesagt, ich habe die jetzt zweimal behandeln lassen. Ich habe aber die Katze niemals selber live gesehen. Ich habe die niemals in der Hand gehabt oder so. Aber auf jeden Fall werde ich die Katze morgen aufnehmen. Und wenn ich dann die Katze hier aufgenommen habe, werde ich das natürlich auch bei euch zeigen und auch natürlich mit euch auch teilen hier, wie es der Katze dann noch geht. Und die werden wir dann auch, wie gesagt, hier, ich habe den Platz auch vorbereitet und das werde ich euch auch gleich zeigen, ne? Also einmal verliert man eine Katze, aber einen Tag später kommt eine neue Katze. Das ist halt wieder ein Fall, wo ich nicht weggucken kann. Wie gesagt, ich habe die Katze behandeln lassen und ich will halt nicht, dass sie jetzt auf der Straße irgendwie wieder eingeht oder so. Von daher werde ich das morgen aufnehmen und ich werde sie dann auch natürlich euch morgen auch zeigen. Und wie gesagt, ich werde euch jetzt auch den Platz zeigen und morgen auch die neue Katze und wir können auch mal schauen, was die Katze jetzt machen. Ich kann einmal. Kamera drehen. Entschuldigung. So, dann hat man jetzt auch. Dann haben wir jetzt auch die Kamera gedreht. Und da sieht man auch schon wieder hier die Bunte, die neben mir ist. Oder die Silvia war gerade bei Emine und bei Elif im Zimmer. Und hier steht der Platz bereit für die neue Katze. Die wird dann hier drin bleiben. Erstmal ein paar Tage, dass sie sich dran gewöhnt. Und ich habe jetzt auch hier schon alles vorbereitet. Kittenfutter steht drin, Wasser steht drin, Spielzeug, ein Bettchen und ein Katzenklo. Also alles steht für die Katze bereit. Das wird für sie, um hier sich ans Haus zu gewöhnen. Und dass sie auch die anderen Katzen dadurch kennenlernt. Also besser kennenlernt. Und deswegen hat sie halt den Stall erstmal da. Und du gehst da nicht drauf, Heidi. Du gehst da bitte runter. Und die Katzen hier zu Hause wissen ja schon, was ein Stall ist. Und die Katze, die morgen kommt, die hat nur ein Auge. Also die ist ein bisschen sehbehindert. Sie ist halt praktisch wie der Pirat. Und ich denke mal, dass sie sich auch hier schnell dran gewöhnen wird. Ich denke mal, die wird so groß sein wie die Zicke. Ungefähr die Größe vielleicht auch ein bisschen kleiner. Ich
bin auch gespannt. Aber wie gesagt, ich will nicht, dass das Tier auf der Straße landet. Von daher werde ich es hier aufnehmen. Und das wird ihr Platz sein. Und wie gesagt, noch ist da nichts drin. Aber ab morgen wird halt deine Katze dran sein. Die Katze kommt vom Manavgat, vom Wohngebiet, von der Straße. Und ich denke mal, die wird sich hier schnell einleben. Hier zu Hause. Bei den anderen Katzen. Und schaut mal, dass der Kater, ich weiß gar nicht, was der hier will. Das ist der Freund von der Zicke gewesen. Und mittlerweile sind alle Katzen, die hier waren, die kastriert werden mussten. Die Weibchen sind jetzt kastriert. Und ich weiß nicht, warum er noch hier ist. Anscheinend wegen Pepe. Aber Pepe zu kastrieren ist nicht so einfach. Ja, und dann bin ich halt gespannt, wann morgen die Katze vorbeigebracht wird. Ich habe gesagt, bringen Sie bitte so gegen 16:30 Uhr vorbei, weil ich mache um 17 Uhr den Laden zu. Meine Mitarbeiter, davon sind gerade zwei auf Urlaub, sogar drei sind auf Urlaub. Ich kann nicht immer weg vom Laden. Von daher möchte ich gerne, dass die Katze zu Feierabend gebracht wird. Da muss sie halt auch nicht im Käfig bleiben so lange und ich muss nicht den Laden verlassen. Von daher habe ich gesagt, dass sie bitte um 16:30 Uhr den Dreh gebracht wird. Und wenn sie dann gebracht wird, mache ich dann Feierabend und dann kommen sie auch hier nach Hause in den vorbereiteten Stall. Da habe ich mir auch ein bisschen Arbeit schon für morgen gespart, dass halt hier dann der Stall bereit ist, ne? Und die Freunde, die sie dann haben wird, kann sie auch alles sehen. Silvia, die Lady Di, den Leon, Pünktchen oder den Pelle. Da sieht man auch den. Da sieht man auch den Pelle, der sich da schon wieder versteckt. Und da sieht man auch schon wieder die Nervensäge. Du wirst sicher. Ach, Grete. Nervensäge laufen nicht weg. Ich bin aus Versehen auf Grete ihren Schwanz getreten. Die war auf einmal vor mir. Die hüpft immer vor mir. Komm du mal her und trink bitte deine Milchnervensäge, okay? Ich mache deine Milch gerade voll. Komm mal her. So. Und trink du mal bitte deine Milchnervensäge. Komm. Jetzt ist der Stiefkitten da. Das trinkt gerade ein bisschen Milch. Die Nervensäge. Natürlich auch die anderen Jungtiere, die Kitten,
Die sind alle gerade hier. Und der Thomas knabbert gerade die Reste weg. Der hat wieder viel gespielt. Die haben alle schon Futter gehabt. Hier bei uns. Und daher sind auch viele draußen. Aber viele sind auch drin. Ne? Mal allein hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Katzen gerade im Blickfeld. Sieht man. Und ich habe auch natürlich mit dem Tierarzt Kontakt gehabt, ob die Katze, die jetzt morgen kommt, ob die irgendwelche ansteckbaren Krankheiten hat. Der Tierarzt meinte nein, die hatte mit ihren Zähnen und mit ihrem Mund Probleme, was da dringend behandelt werden musste. Aber sie hat nichts Ansteckendes. Denn ich habe gesagt, ich mag hier nicht, dass hier zu Hause irgendwie etwas passiert oder sich viel anstecken, dass irgendwie ein Drama passiert oder so. Wenn da noch etwas gemacht werden muss, dann soll bitte die Katze behandelt werden. Und dann würde ich sie erst nehmen, weil der Tierarzt meinte, nee, alles gut, die kann aufgenommen werden. Und daher werde ich morgen die Katze dann hier aufnehmen, wo die hier dann schlafen wird. Und dann können wir mal zu Emin und Elif. Mal sehen, was die hier machen. Na, ihr wollt gar nicht mehr raus. Jetzt ist die Tür immer auf am Abend, wenn ich hier bin. Aber ihr wollt nicht raus hier aus dem Zimmer. Es ist da schön warm im Zimmer drin wegen der Heizung. Und wollt ihr nicht mal raus oder was? Na, Emine, was ist da los? Da bist du neugierig, hä? Du kleine süße Maus. Ich habe heute auch ein Kurzvideo geteilt, wo die Elif auf dem Rücken lag und die Pfoten oben hatte. Das war einfach so ein süßes Video. Auch wenn man gerade so in Trauer ist. Wie ein Pamuk. Aber dieses eine süße Video musste ich mit euch teilen. Wie süß sie da heute lagen. Ach Emine, haben sie dir dein Futter weggefressen, die Satellitengucker? Ist denn da noch jemand? Da war vorhin, hat sich da jemand versteckt und da jemand versteckt. Aber ich glaube, die sind gerade alle weg. Ach Emine, die haben dir dein Futter weggenommen, ne? Warte, mein Schatz, ich hol dir gleich Futter. Ich gehe kurz runter und ich hol dir Futter, warte. Ja, alles gut, miau nicht so süß. Alles gut, meine Süße. Ja, Mama Elif lässt doch mittlerweile jeden hier rein. Ja. Ja, Emine? Alles gut. Ich geh dir mal kurz Futter holen. Weil dir die Heidi alles weggefressen hat. Bin gleich da.
Ja, Emine, dann komm mal her und lass dir nicht mal dein Futter wegmopsen, okay? Ja, alles gut. So, Emine, dann hast du doch jetzt wieder dein Futter. Und lass es dir nicht mopsen von den Großen, okay? Ich lasse dir dann schmecken. Und ich hoffe, dass die neue Katze morgen auch Anschluss findet zu einer Freundin oder zu einem Freund hier im Haus. Denn, wie gesagt, ihr Bruder oder Schwester wurde überfahren. Na, Elif, willst du lieber da oben schlafen? Willst du nicht raus? Aber ihr müsst euch auch an die Wohnung gewöhnen. Ihr müsst hier auch bald raus. Das ist ein katzenfreies Zimmer. Ein Zimmer muss auch ohne Katzen sein. Ihr seid ja überall hier zu Hause. Ist aber schön warm, ne, im Zimmer. Die Heizung läuft Tag und Nacht für euch, Elif. Tag und Nacht ist es hier für euch warm. Ne? Und das sieht man, dass jetzt auch Elif ganz entspannt ist und hat ein ganz ruhiges Leben. Seitdem sie kastriert ist, die war ja sehr, sehr rollig. Schaut mal. Ja, okay, ich kraul dich schon. Ich kraul dich schon, du süße Maus. Ich kraul dich schon, ja. Und die ist so zahm, die lässt sich sofort packen, wenn ich daran denke, wie scheu sie vorher war. Und wie schnell das jetzt geworden ist hier, dass sie so zahm geworden ist. Und da kommt jetzt auch das Baby hoch. Hast du schon gegessen, Emine? Da, bist du so schnell satt geworden. Und jetzt fängst du hier an rumzuspringen. Und das ist so schade, dass du keine Geschwister mehr hast, Emine. Das ist so schade. Aber ich glaube, dass du dich jetzt mit der Petra anfreundest. Emine. Na, spiel da nicht so süß. Spiel da nicht verstecken. Na, du musst doch morgen geimpft werden. Das darfst du nicht vergessen. Morgen ist es soweit, dass du geimpft wirst. Und sobald du zwei Impfungen hast, dann bist du auch groß genug und dann musst du auch nicht mehr im Zimmer bleiben. Elif lässt sich ja gar nicht stören. Und ich finde es halt auch so schön, dass sie auch mit der Tochter immer noch so viel kümmert, dass das sehr gute Freunde geworden ist. Dass das sehr gute Freunde geworden sind, Mama und Tochter. Als
auch hier die Holzwand runtergefallen. Zum Glück war keine Katze da, ich weiß nicht, wie sie runtergefallen ist. Und jetzt können wir auch hier vom Fenster rausschauen. Elif und Emine. Ja, und Emine hat jetzt auch ihr Feuchtfutter gegessen. Die ist satt geworden. Und jetzt fängt sie an zu spielen. Und zack, jetzt bist du da runtergefallen. Na, das hat noch gefehlt, Emine. Du bist ja richtig runtergefallen. Und da ist gleich Mama aufgestanden und hat geschaut, was ist da passiert. Soll mal Pipi machen oder was? Ja, okay, ich mach die Kamera weg. Schämen. Brauchst dich nicht zu schämen. Alles gut. Dann können wir mal runtergehen. Gretel, du bekommst gleich nochmal Feuchtfutter, okay? Na, wo sind die ganzen kleinen Kinder? Die waren noch vorhin alle hier. Ja, Stiefkitten. Du bist nicht vergessen, keine Sorge, mein Schatz. Du bist nicht vergessen, okay? Und du bist nicht vergessen, mein Schatz. Okay? Ja, was ist? Was ist, Stiefkitten? Schau mal, jetzt bin ich hierher gekommen. Dann kamen jetzt die Kitten rein, da die Petra, für die Corinna. Was? Was hast du mir zu sagen, Stiefkitten? Was? Was schimpfst du? Was schimpfst du, mein Schatz? Was schimpfst du? Was? Der ist schon wieder am Schimpfen. Ja, und die kleinen Katzen, die kommen immer hier fressen. Die wollen immer ihr Feuchtfutter hier haben. Die können sich nicht da oben gewöhnen ans Fressen. Die kleinen kommen immer her. Iris, Katja, Petra, Corinna, die Prinzessin und Stiefkitten. Kommen wir mal hierher. Und die Bunte kommt auch ins Zimmer her. Die Tür ist hier seit ein paar Tagen auf, die wird in der Nacht nicht mehr zugemacht. Weil Pamuk ja nicht mehr da ist, die war ja wegen Pamuk immer zu. Weil Pamuk halt auch die Gefahr war, dass sie geklaut wird, wenn sie da rausgehen sollte. Aber seitdem Pamuk nicht da ist, ist die Tür hier immer so ein Stück auf. Und dann können sie halt auch rein und raus, wann sie wollen.
Da kommt die Prinzessin. Na, Prinzessin, hast du dich ausgetobt? Bist du zum Schlafen gekommen? Oder bist du hier, weil du mich gehört hast, mein Schatz? Hm? Bist du hier, weil du mich gehört hast? Was hast du hier am Rücken? Was hast du? Wo warst du schon wieder? Jetzt bin ich hier und da kommen auch die Jüngeren her. Die Katja und die Iris sind noch draußen. Die sind aber am Toben und kommen später hier rein. Schon mal, die Katja ist jetzt auch da. Wie gesagt. Bunte, raus hier, raus, raus, raus mit dir. Du brauchst hier nicht rumzuzicken. Raus hier, weg, weg. Und du schon, Pepper, schau mich nicht so an. Ich merke schon, dass du zicken willst, ja. Verschwinde mal schön hinter der Ecke da, Pepper. Du Satellitengucker. Ja, und jetzt fehlt nur noch Iris hier im Zimmer. Die kommen gleich. Sie hat sie sicherlich auch. Das Häuschen da ist von Katja und Petra. Dann gehen sie zusammen rein. Ja, da sieht man, dass die Jungtiere jetzt auch hier drin sind. Wie gesagt, die Iris muss vor der Tür sein. Und da sieht man nochmal hier die beiden, die ihr Revier gemacht haben. Das ist hier das Revier von Elif und Hermine. Und die schlafen immer hier. Also alle Katzen haben irgendwo ihren Platz gemacht. Ihr Revier hier zu Hause. Das ist hier die Decke von der Nervensäge geworden. Schaut mal hier, die Lady Di schläft da, Pünktchen schläft da, Leon ist nicht mehr im Keller, der Leon ist hier, der Pirat ist oft da, der Pelle ist immer da, wo es ihm gerade passt. Schaut mal, der Pelle ist immer da, wo es ihm passt. Und wie habt ihr den Schrank aufbekommen? Pepper, was hast du wieder angestellt? Wer ist da drin? Ist da jemand drin oder nicht? Ich glaube nicht. Ja, da ist keiner drin. Heidi, was hast du wieder angestellt? Ja, was hast du da vor? Was ist da interessant im Schrank? Dass ihr alle hier schaut. Ist da eine Maus drin oder was?
Stimmt nicht. Der Drache war da drin. Na Drache, wie bist du denn da reingekommen? Ich dachte, da wäre eine Maus drin. Der Drache war da drin. Wie ist denn der Schrank zugegangen? Hört auf zu zicken hier. Jetzt kommt der Peanut auch hier. Die Starshine ist da. Man sieht, dass die Katzen zufrieden sind, am Schlafen sind. Und es ist am Abend wieder sehr, sehr frisch. Schau mal hier. Der Freund und seine Mama schlafen hier im Katzenhaus. Ich kann da nicht so nah rangehen, sonst laufen die gleich weg. Die sind beide zusammen in diesem oberen, im Obergeschoss. Der Freund und seine Mutter. Und Pepe ist da unten. Und die Bunte ist ja nur am Zicken. Bunte, das geht nicht so. Die hat dir nichts getan. Iris, bist du wieder bei Tante Fatima im Garten? Ne, Iris, was machst du da? Komm her. Bist du mal nicht bei Tante Fatima? Bist du hier im Garten? Gegenüber gleich. Und das dort hinten mussten Jutta und Thomas sein, die dort auf dem Bett spielen. Ihr zwei nicht gleich weglaufen. Thomas, wie schnell bist du denn weggeflitzt? Ich tue dir nichts. Schau mal, Iris scheint sich mit Jutta und Thomas angefreundet zu haben. Das ist jetzt die Jutta, schaut mal. Die Iris hier auch, ist ja auch sehr hyperaktiv. Spielen hier und die Zicke ist auch da. Schau mal, Jutta und Iris spielen dort zusammen. Na Jutta, alles klar bei dir, mein Schatz? Komm mal her, kleine Zeck, die läuft ja. Gleich weg, du kleines Würstchen. Zack, ist sie weg. Jetzt kommt der Thomas. Der Thomas ist wieder da. Und Iris, schön, dass du hier spielst mit Jutta und Thomas. Das freut mich. Und der Pirat muss hier erstmal sein Geschäft machen. Und da ist die Jutta wieder. Der Thomas ist auch da. Schaut mal. Jutta, Thomas, Heidi, Pirat, die Zicke.
Tigris ist auch hier. Nicht wahr, Iris? Komm mal her. Du bist ja sehr zahm, Iris. Das weiß ich doch. Du kleine süße Katze. Du bist ja sehr zahm. Du freust dich ja, wenn du gekraut wirst. Aber wenn du fertig getobt hast, kommst du nach Hause, okay? Nicht hier hinten schlafen, okay? Jetzt machen die alle hier ihr Geschäft. Die Jutta oder hier die Heidi, die macht auch gerade AA. Das ist ja super, das heißt weniger Katzenklo sauber machen. Macht hier ruhig hin, so hin, viel ihr wollt. Jetzt macht das die Jutta auch. Die Jutta ist auch am Buddeln. Das sieht ja aus, wie die Jutta da sitzt. Aber die Haare machen, die sind alle ganz gesund. Das sehe ich auch gerade hier. Das ist super. Die machen gerade ihr großes Geschäft. Und da sieht man, dass die alle gesund sind. Da sieht man wieder die Jutta, die geht gerade zu Iris. Die geht in Richtung Iris. Zack. Ja, Iris, dann freunde dich mal mit Thomas und mit Jutta an. Das ist ja super. Das ist ja wirklich super, wie die hier mit euch, wie die hier spielen. Jetzt ist die Iris auch da reingesprungen in den Tunnel. Keine Angst, Thomas, ich tue dir nichts. Keine Angst. Ja, Iris, du schnurrst ja gleich so laut, wenn ich in deiner Nähe bin. Ja, okay, Iris. Und schaut euch mal die Jutta an. Die Heidi will auch mitspielen mit denen. Ja, die haben alle gut gegessen und sitzen jetzt draußen am Toben. Na, du bist ja auch hier. Und hier, ach Elif, da bist du auch wieder draußen. Na Elif, wo willst du denn hin? Und in der ganzen Straße gibt es zwei Katzenfeinde. Das ist einmal hier, die blöde Schabracke, hier gleich neben mir. Die ist ein richtiger Katzenfeind. Und gleich gegenüber, in dem Garten, der zugezäunt ist mit Stacheln, das ist Tante Fatima. Und die hasst Katzen und Hunde sehr. Das haben mir schon in der Siedlung die Gärtner gesagt, die hier arbeiten, dass sie richtig was gegen Hunde und Katzen hat. Die mag die gar nicht. Aber die ist auch nicht mehr die Jüngste. Die ist 90 Jahre alt. Die genau gegenüber hier. Und in der ganzen Straße sind, wie gesagt, zwei Katzenfeinde. Und
eines gegenüber und eines gleich neben mir. Ansonsten alle anderen Nachbarn hat keiner Probleme mehr mit den Katzen. Und da sieht man Pepe, die Nervensäge und da die Mama vom Freund. Eine Nervensäge. Und jetzt sind wir wieder im Haus der Katzen. Du magst doch was haben, Nervensäge, ne? Und ich habe das jetzt so aufgestellt, dass die Schlafplätze von den Katzen da nicht behindert werden, vom Stall. Ich habe den dort in die Ecke getan, für die neue Katze, dass sie halt, weil ich weiß, dass da oben jemand schläft, da unten jemand schläft, im Kartons unten jemand schläft, dass hier jemand schläft und daher wollte ich da jetzt nichts verschieben. Von daher habe ich für die Katze den Stall so aufgestellt, dass beim Futtern nichts umgestellt ist und auch, wie gesagt, die ganzen Stühle, Sofas, alle so stehen wie immer und dass sie weiterhin da schlafen können, wo die auch immer schlafen. Jetzt ist mal die Zarte da. Und haben noch einige Hunger. Also die haben genug zu fressen da. Schau mal, da sind noch gerade zwei bei den Trockenfutterstationen. Davon habe ich insgesamt 5 Stück. Eine vorm Haus, zwei hier, eine im Schlafzimmer und eine vorne auf dem Balkon. Die werden auch immer nachgefüllt, sobald die alle sind, sodass die ganzen Katzen im Haus drumherum auch was zu fressen haben. Und da sieht man jetzt die Bounty, die wir gekraut werden. Das ist die Tochter von Pepe. So, und dann hoffen wir mal, dass die neue Katze sich morgen so schnell wie möglich ans Haus gewöhnt. Ich halte euch natürlich auf den Laufenden, was hier immer mit den Katzen passiert. Aber das ist halt eine Katze, die ich schon seitdem sie ein kleines Kitten ist, behandeln lasse. Und ich möchte halt nicht, dass sie auf der Straße bleibt. Deswegen habe ich mich dafür entschlossen, auch wenn ich jetzt leider so schwere Verluste hatte, kann ich da nicht wegschauen und das Tier einfach auf der Straße leben lassen. Ich möchte es gerne aufnehmen und sie hat auch nur ein Auge. Und dann soll sie hier so lange leben, wie sie leben kann, hier im Haus. Hauptsache, ihr geht es hier gut. Das ist für mich ganz wichtig. Na, was ist Bounty? Was ist? Was ist? Was ist Bounty? Was ist? Du willst unbedingt gekraut werden, ne? Na, meine Güte, hier, komm. Komm her, komm. So. So, Bounty. Alles gut. Ja, das gefällt dir, ne? Das sieht man die Bounty. Dass sie richtig krausüchtig ist. Und die da oben warten schon wieder auf Futter, glaube ich. Nervensäge. Du hast ja auch vieles zum Nachholen, ne? Du hast ja lange nichts gegessen, aber schau mal, hier hast du mich.
Warum trinkst du nicht deine Milch, Nervensäge? Da ist doch genug drin. Willst du lieber Futter haben? Willst du lieber Futter haben, Nervensäge? Ach, du hast auch noch nichts gegessen, ne? Dann komm mal her. Ja, alles gut, komm mal her. Ich gebe euch was, okay? Komm mal her, so. Komm her, Nervensäge, komm. Komm her, komm. So, hier hast du was zum Essen, Nervensäge. Keine Angst, Nervensäge, geh doch hin. Und dass immer noch, dass jetzt hier die Katzen aufgestanden sind, dann kommen die auch noch mal. Wo was rein? Die Emin ist auch schon am Rufen. So, das könnt ihr noch hier über die Nacht in Ruhe essen. Kann man Herstarschein. Auch noch was rein. So. Dann lasst es euch mal schmecken. Haben die Katzen noch mal einen kleinen Nachtsnack bekommen. Ja, Nervensäge, warum läufst du weg? Du wolltest hier Futter haben. Und was schaust du mich an, Drache? Was schaust du mich an? Was ist? Du magst die Kamera nicht, ne? Du magst das Licht nicht, ne? Du magst das Licht nicht, ich weiß das. Du magst das Licht nicht, ne? Ja, alles gut. Alles gut, ich halte auch nicht lange auf dich. Alles gut, Drache. Ruh dich mal aus. Ja, und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren, fürs Teilen und für die Sterne. Wie gesagt, morgen haben wir eine neue Katze und dann wird man auch wieder live dabei sein. Ich möchte mich dann für heute verabschieden. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.